Haben wir hier drüben noch leere Kanister? Nö, ne? Ich glaube, die hat man letztens alle abmontiert. Hallo? Oh, 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 oh. Na, die haben wir alle abmontiert. Die Solarzelle kann man mitnehmen. Ja, hier haben wir noch eine kleine. Sehr schön. Dann klauen wir dem einfach die große. Nehmen. So. Aber ich glaube, das passt jetzt nicht mehr drauf, ne? Wenn wir noch eine Stiege Treibstoff mitnehmen und so, dann passt das nicht mehr drauf. Nee. Alles klar, dann machen wir es anders. Wir tanken das Schiff voll, nehmen das so mit, wie es jetzt ist. Und beim nächsten Flug holen wir dann mal noch eine Stiege Treibstoff. So, da wenden wir hier mal irgendwie wieder. So ganz komisch. So. Normalerweise müsste er selber wechseln. Irgendwie. Macht er aber, glaube ich, nicht. Gut, Treibstoff produziert. Knallen wir mal was ins Schiff rein. So, wieder ein bisschen nachtanken. So, nämlich noch Forschung, ich glaube nichts mehr. Mittelgroße Generator. Was haben wir noch? Achso, Batterie und sowas, das brauchen wir alles nicht. Filter, kleine Batterie. Ja. Leuchtfeuer wäre noch sinnvoll. Shuttle, weiß ich nicht. Brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Die Anpassungen könnte man machen. Dynamit, ja, okay, könnte man machen. So, der ist auch gleich voll. Oh, Strom sieht doch noch gut aus.
2 volle Batterien. Bisschen Wind geht auch. Batterien haben früher auch mal länger gehalten. Das haben sie auch irgendwie nachjustiert, dass sie jetzt nicht mehr so lange halten. Wie im Vergleich zu früher. Also ganz früher, wo ich zumindest noch spielt hatte, mal hat eine Batterie für die ganze Base ausgereicht. Ja, dann warst du der King, hast du keine Energieprobleme gehabt mehr. Ja, und mittlerweile, ja, siehst du ja, ne? 5 oder so haben wir jetzt da stehen hier. In unserer schnieken kleinen Base. Ja, 5 Stück. Und ja, wir überleben die Nacht gerade so. Es lädt teilweise auch immer mal, die dann ist jetzt leider und Tschisikowski und jetzt haben wir nur noch eine. Die sich auch gleich verabschiedet. Ja. DW, das war's. Jetzt leben wir nur noch von den einen Windkraftwerk hinten. Was ich auch nicht verstehe, weil die anderen direkt neben dran sind, ne? Bewegen sich aber nicht. Das irgendwie kommt der Wind hier nur punktuell. Im Gegensatz zur Sonne, ne, weißt du genau, ah, jetzt ist Tag, jetzt ist, gibt's Strom, ist Nacht, gibt's keinen Strom. Beim Wind, weiß ich nicht, kannst du es immer nie so abschätzen. So, wie weit sind sie hier? Dauert noch ein bisschen. Aber foltern würde ich schon gerne noch. Ich glaube, einer müsste noch reingehen. Oder? Was sagst du? Ja. Das könnte sogar schon voll sein. Kanister fehlen ja noch. Achso, dann nehmen wir doch die hier. Dann ist unser Bergbaufahrzeug auch wieder einsatzbereit. Oh, ist sogar schon voll. Ein halber Tank reingepasst noch. Nur ein bisschen mehr. Gut. Ja, dann sind wir voll beladen. Warum schwebt das Ding eigentlich hier in der Luft? Oh Gott, na egal. So. Shape up. Ich zählt mich am Boden. Ich bin ein Astronier. Genau. Ja, dann müssen wir wieder zum Mond. Bauen jetzt die Basis weiter. Wir können theoretisch auf der Erde auch noch eine zweite Basis bauen. Aber ich glaube, auf dem Mond ist es sinnvoller ein bisschen. Wegen dem Lithium. So, jetzt warten wir, bis wir die richtige, ich sag mal, Landeblase haben. Da vorne kommt schon das Häuschen. Da müssen wir hin. Mich nervt das immer noch mit dem Habitat. Immer wenn ich lande und noch sehe den Scheiß.
Ja, das hätte man eher wissen müssen, ne? Na gut. So, hier hat man noch einen. Den tacken wir hier ran, ist egal. Dann haben wir eine Stiege zumindest hier voll. So, also Fahrzeugbucht und Drucker. 2, 4, 6 Stück. 6 Aluminium. Jetzt klammern wir die Stiege Alu. So. Rucksack. Kann man den leere schon mal draufpacken wieder. Dann holen wir uns mal das Kupfer. Tun wir darauf und einmal Aluminiumgemisch. Kupfer mischt Aluminium. Ich glaube so viel. Na wohl. Ich glaube, so viel Kupfer hätten wir nie gebraucht. Okay. Wir warten, bis es auflädt. Ist gerade die Sonne hochgegangen. Ach, übrigens, auflädt. Wir haben da noch ein Solarding mitgenommen. Das ist übrigens der Heimatsplanet. Schön im Hintergrund zu sehen. Wunderschön. So, dann soll das doppelt so schnell gehen. Wo ist die Sonne? Da oben. Mega, wenn du so guckst. Der ganze Planet ist es ja nicht, es ist ja ein Mond. Dreht sich. Ja, und jetzt geht da hinten langsam der blaue Planet unter. Das sieht schon fett aus. Gut. Können wir jetzt unser motorisiertes Fahrzeug bauen. Da wollten wir einen großen Rover nehmen mit, ne? Der braucht jetzt schon alleine Alu. Na gut, bringt aber nichts. Ich meine, wir hätten ja jetzt die Handelsstation, wir könnten ja tauschen. Ofen haben wir auch hier. Da macht sie ja eigentlich nichts. Dann brennen wir halt neu und wandeln den Kupfer zum Aluminium um. Hier haben wir zwar noch 2, aber das reißt jetzt auch nicht raus. Brauchen wir hier auch Gemisch. Na, warte mal, wir haben doch hier noch. Aha. Lauter Harzen nicht mehr dran gedacht. So, dann machen wir uns ein Stuhlchen schon mal drauf. So. Dann bauen wir den so aus, wie wir es auf dem Heimatplanet haben. Also hier den Stuhl, nebendran die Solarzelle und hinten drauf den Bohrer. Ja, und dann gehen wir mal auf Pyrrhus, würde ich sagen, dann. Das ist blöd, dass gerade keine Sonne da ist. Das ist, energiereich, sehr energiereich gerade. Die Stadt drüben. So, die geht wieder auf. Sehr schön. Kralen braucht Kupfer. Paulen.
Ja, wir brauchen übrigens noch einen Bohrkopf. Brauch Harz und Aluminium. Einmal Aluminium. Einmal Harz. Mal gucken, was die Solarzelle frisst. Aber ich glaube, die braucht bloß Kupfer. Hallo? Da oben dran? Jetzt. Ja. Braucht Kupferli. Dann hat man noch zweimal Kupfer drüber. Könntest du eigentlich auch so bauen. Das ist das Problem nur, du hast überhaupt keine Reichweite, ne? Ja, und viel transportieren kannst du auch nicht. Ja. So ein Mischmasch ist, ja, ist nicht so effizient. Das ziehen wir mal hier alles ab. Gut, wir brauchen erstmal keine weiter. Tanks macht eigentlich auch keinen Sinn mitzunehmen. Wir wollen ja Rohstoffe holen. Wir können halt nur zwei und den Rest tun wir in den Rucksack reinstopfen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen den Mond erforschen. Oh, was ist das? Okay. Das dann für Spitzen mal hinfahren. Die stieß. Oh Gott. Was war das? Und was ist das? Okay. Nichts. Oh, wir haben keine Kanister dabei, sonst hätten wir das Loch wieder zumachen können. Na gut. Das ist auf jeden Fall Kupfererz.
eine Forschung, die kann man aber nicht mitnehmen. Hier ist jede Menge Kupfer. Du darfst echt nicht zu viel Gas geben, dann macht ihr immer einen Hochstart, ey. Oh, was ist das da hinten? Achso, eine Pflanze. Eine Alienpflanze. Mit Glubber oben drin. Können wir jetzt noch nicht rein. Da fehlen uns die Stangen, die wir noch bauen müssen. So eine Lithiumquelle wäre jetzt nicht schlecht. Deswegen sind wir ja eigentlich auch hergekommen. Es ist sehr staubig. Ach, das sind wir. Wir wirbeln den Staub hier auf. Guck dir das mal an, wie das aussieht. Coole Sache. Immer Sauerstoff rumliegen. Was ist das denn da in so einem Gebiet? Die Höhlen gehen wir später noch rein. Da ist nochmal Kupfer. Goldnuggets hier. Gold bringt niemandem was. Ja, zumindest im Spiel hier. Jetzt gucken wir mal, was das hier ist. Das könnte, wenn wir Glück haben. Jawohl, Lithium. Einmal Hauptgewinn. Nee, Titan. Titan, wir haben Titan gefunden. Okay. Weiß zwar noch nicht, für was wir Titan jetzt eigentlich bräuchten. Mein Fahrzeug rutscht ab. Nix gut. Ich lasse mir reinfliegen. Das wäre unproduktiv. Thank you.
So, wieder alles in den Rucksack. Wo ist sie in der Landschaft verstreut? Okay. Mehr scheint jetzt hier nichts zu sein. Ja, macht ja nichts. 4 Stück Titan. Ist besser wie nichts. Ich weiß nicht, wie viel Lithium wir da rauskriegen würden, wenn wir es handeln. Im Handel verlierst du immer 50%. Das war Kupfer. Boah, mit der Kiste Gas gibt's. Yeah! Oh, 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 oh. Nicht so schnell. Ziemlich bergab und das ist ziemlich weit. Schöner Krater. Also was kann man leider noch nicht besichtigen. Ich glaube, mit dem Fahrzeug kann man da nicht mehr raus. So. Oh. Was haben wir denn hier Schönes? Hoffentlich nichts zum Forschen, weil das kann man nämlich nicht mitnehmen. Jawohl. Hier klebt mal Lithium an der Decke. Finde ich echt gut. Echt verdammt gut. Dann haben wir hier noch... Na, Kamera? Einmal Kopf, einmal Alu. Dann müsste... Muss ich ein bisschen tiefer graben wahrscheinlich. Ja, auch noch was sein. Jawohl. Zweimal Eisen. So, Aluminium. So. Jeden Platz ausnutzen. Liegt. Sicherheitshalber hier noch mal reinschauen. Das liegt ja hier schon ein paar Jahre, das Schiffchen. Aber es hat sich schon mal rendiert. Eine Batterie umsonst. Und unsere Base müsste da hinten irgendwo dann sein. Boah.
Ja. Und Jumping, ja. Ja, die Base sieht man hier leider nicht. Also, sieht man schon, ja. Das Problem ist nur, der Mond ist ziemlich klein und da ist die Krümmung ziemlich groß und somit verschwindet auch schnell dieses Symbol da am Horizont. Aber hier, das kenne ich. Den blubbernden Kasten hier kenne ich. Also fahren wir mal da lang. Gucken wir erstmal, was die Spitzen drin noch sind. Nehmen wir Kupfer. Da gibt's nix. Also Kupfer. Treibstoff liegt hinten rum. Okay. Brauchen wir jetzt auch noch nicht. Der Höhle sind wir vorhin vorbeigekommen, oder? Jetzt müssen wir dann da lang, ne? Richtig. Tja, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall hier erstmal geradeaus. Aber haben wir den Einmalplanet so groß gesehen? Ich glaube, der war ein bisschen kleiner. Jetzt müssten wir in die andere Richtung. Also von Orientierung jetzt mal her. Ja, irgendwann finden wir es auf jeden Fall wieder. Ich habe mich auf meinem Heimatplanet auch schon mal verfahren. Ich glaube, da bin ich einmal ringsrum gefahren. Oder einfach nur im Kreis, ich habe keine Ahnung. Irgendwann sieht man dann mal im Horizont so ein Schildchen, wo die Base ist. Tja. Das Gelbe hier kennen wir da auch, oder? Haben wir hier rumgebaggert vorne? Nee. Oder doch? War das nicht hier? Irgendwo? Komm, ist noch so ein Schiff. Okay. Das Problem ist nur, unser Inventory ist full. Das heißt, wenn wir jetzt was Besseres finden, müsste ich was anderes hier lassen.